Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wie beim letzten Mal schon versprochen, geht es eben heute um die Ansteuerung dieses kleinen Werkzeugwechslers. So wie immer, die verwendeten Teile habe ich euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und wenn ihr eben hier mit diesem Link etwas kauft, auch wenn es etwas anderes ist, unterstützt ihr eben indirekt auch diesen Kanal. Zuerst blende ich euch ein kleines Bild davon ein, wie ich diesen vorderen Revolver jetzt eben dann endgültig rausfräsen werde. Also ihr müsst euch das heute noch so vorstellen, dass vorne eben die Positionen sind für die Werkzeuge, also viermal außen und vier Hülsen, wo ich dann eben Innenwerkzeuge oder Bohrer befestigen kann. Und an der Rückseite sieht man hier eben die Passungen, also das sind 12 A7 Passungen für die Sperrklinke, beziehungsweise könnte man hier auch einen gehärteten Bolzen zum Beispiel von so einem Pneumatikzylinder reinschießen lassen. Wenn man die Überlegung hat, eben mit so einem Pneumatikzylinder zu arbeiten, würde ich empfehlen, hier eben einen gehärteten Bolzen zu nehmen in einem Stahlgehäuse und eben hier über das Gewinde diesen Zylinder zu verbinden. Und dann kann man eben diesen Bolzen hier hinten dann in die Positionen reinschießen lassen und hat eben so die Sperre für den Werkzeugwechsler bzw. für die Wechselpositionen. Wie eben schon gesagt, allein die Kraft vom Schrittmotor trotz der Übersetzung ist zu gering, um hier das Werkzeug beim Drehen zu halten. Also man braucht immer eine Sperrklinke oder eben einen Sperrbolzen. Für den heutigen Testaufbau habe ich das Ganze jetzt mit so einem Elektromagnet realisiert, aber die Ansteuerung von so einem Pneumatikventil ist im Prinzip komplett dasselbe. Was man jetzt noch braucht, das ist so wie hier hinten ein Endschalter, der ist jetzt nur mal provisorisch dann später für das Demo montiert. Im fertigen Revolver wird man den hier gar nicht mehr sehen, sondern der kommt hier ins Gehäuse rein und so ist er dann eben komplett verdeckt und auch vor Schmutz und Dreck geschützt. Ganz kurz zur Verbindung der Endstufe. Ich habe hier so eine Lidschein, also so eine digitale Endstufe, die reicht eigentlich für diesen kleinen Motor. Die Verbindung, also wie man sieht, es gibt ja für das Langefeld-Interface so originale Stecker, die man dann hier eben in die Endstufe reinstecken kann. Dann verbindet man das Ganze eben hier mit diesen Flachkabeln. Und ich habe es heute mal eben die C-Achse hergenommen. Steckt man hier rein. Und dann ist die Verbindung eigentlich mit der Interface-Karte schon fertig. Hier am zweiten Teil hat man A plus minus, B plus minus und eben die Stromversorgung für den Schrittmotor. Also hier verbindet man dann eben noch die Kabel nach den Farben und eben hier ist dann noch die Spannungsversorgung und dann ist der Anschluss hier dieses Motors mehr oder weniger fertig. Also so könnte man dann schon eine A-Achse betreiben. Wie das Ganze dann eben umgerechnet wird für eine Rotationsachse, das zeige ich euch später im Video. Was ihr euch merken müsst: Ich habe das Ganze hier eingestellt auf 6400 Pulse. Das brauchen wir dann eben noch später dann in der Software für die Umrechnung, um hier eben dann unsere 360-Grad-Einteilung rauszubekommen. Der Anschluss des Endschalters, das habe ich euch eben schon in einem anderen Video gezeigt. Also der wird eben hier an den Anschlüssen der Interface-Karte verbunden. Dieser Endschalter dient dann eben zum Referenzieren. Das Ganze muss dann natürlich mit dem Makro so gesteuert werden, dass wenn im Werkzeugwechselbetrieb der referenziert, dass dann der Sperrbolzen nach hinten schießt, dann referenziert er und wenn der Endschalter dann eben das Signal freigibt, dann schießt der Bolzen wieder vor. Das werdet ihr dann eben später sehen. Man kann hier diesen Sperrbolzen oder diese Sperrklinke oder wie auch immer ihr sie nennen wollt, entweder mechanisch realisieren. Das habe ich euch eben schon bei den ersten Videos gesagt, so wie es bei den kleinen MCO-CNC-Drehmaschinen früher der Fall war.
Man kann es mit Hilfe eines Magneten realisieren, aber da braucht man wirklich einen Magneten mit Power. Also hier verwende ich so einen 5-Kilo-Magnet. Der ist natürlich viel zu wenig. Ich glaube, am sichersten ist eben die Variante hier mit so einem pneumatischen System. Das kann man hier zum Beispiel hinten befestigen. Dann braucht man eben noch, wie schon am Anfang gesagt, einen Bolzen mit einem Stahlgehäuse, weil dieses Gehäuse hätte alleine, also nur mit diesem Bolzen, zu wenig Kraft, um hier eben die Kräfte aufzunehmen vom Drehbetrieb, und dann eben noch so ein Ventil, das man aber relativ easy ansteuern kann. Am Langenfeld-Interface habe ich hier einfach so ein Relais hergenommen. Das Ventil gibt es eben mit 12 und 24 Volt. Also wenn man sein 12 Volt Ventil nimmt, dann kann man hier ganz normal eben vom Langenfeld den 12 Volt Anschluss sogar hernehmen und dann eben über das Relais steuern. Da braucht man nicht mal ein Netzteil. Für den Elektromagneten habe ich jetzt eben ein 24 Volt Netzteil verwendet, das ich aber trotzdem hier mit diesem Relais steuere. Und für das heutige Demo reicht das allemal. Ja, von der Hardware war es das eigentlich schon. Und jetzt gehen wir dann eben weiter zur Software. Das Ganze unter Mach3 zu konfigurieren ist relativ einfach. Zuerst gehen wir eben in die Ports und Pins und sagen, okay, die C-Achse ist eine Achse, die wir hier aktivieren. Wie ihr hier seht, habe ich bei einem Drehbetrieb oder bei dem Drehset nur vier Achsen aktiv, also nur X, Y, Z und eben jetzt die C-Achse, die eben dann meine Drehachse ist. Im Fräsbetrieb habe ich natürlich noch eine zusätzliche Achse, und zwar für die Spindel, da die Spindel eben oder die Frässpindel bei mir eben über einen Servomotor angetrieben wird. Wenn wir das jetzt eingestellt haben, dann gehen wir in die allgemeinen Einstellungen, und hier auf der linken Seite sehen wir eben dann, dass wir A, B und C-Achse zur Verfügung haben, um diese als Rotationsachse zu definieren. In meinem Fall natürlich nehmen wir C, und dann gehen wir natürlich noch in das Motortuning. Da kann man dann eben die Geschwindigkeit einstellen und hier unten dann die Schritte im Millimeter. Schritte im Millimeter, dadurch, dass wir eine Drehachse haben, noch dazu mit einer Übersetzung, also 6400, das sind die Impulse, die ich an der Endstufe eingestellt habe. Dreifache Übersetzung, also mal 3 sind 19.200 und dividiert durch 360 ergibt dann 53,3 periodisch. Und diesen Wert kann ich dann eben hier eingeben. Und dann funktioniert das Ganze eben in Grad. Und wenn ich hier dann eben, also ich habe hier mit den System-Hotkeys diese zwei Tasten definiert, hier für den normalen Drehbetrieb. Und wenn ich hier dann eben aus den Einstellungen rausgehe, dann sieht man, dass sich hier die Achse ganz normal dreht. Also das kann ich hier eben händisch mit den System-Keys programmieren, sodass ich hier eben diese Drehachse quasi als A-Achse schon definieren kann. Und das wäre eigentlich schon fertig dann für die A-Achse. Bei dem Werkzeugwechsler geht es natürlich nicht, da hier ja dann ein Sperrbolzen drin ist. Aber für eine A-Achse wäre das eben dann schon das Fertige, um mit einem Fräsprogramm eben arbeiten zu können. Also ich habe jetzt da Elektromagnet, dass ich nachher eben mit meiner Interface-Platine steuern kann. Und das soll quasi simulieren, wie der Bolzen vor und hinter geht, der was nachher da hinten einrostet. Das bedeutet, wenn da der Magnet anzieht, sollte da der Bolzen hintergehen. Und wenn der Magnet dann eben wieder ablöst, kann man da zum Beispiel eine Feder machen. Und dann drückt die Feder den Bolzen wieder rein, und das ist da gesperrt. Was ich da noch brauche, das ist eben die Nullposition. Da brauche ich einen Endschalter, den habe ich eben dabei da hinten provisorisch für euch montiert.
Wenn ich Referenzfahrt mache, mit dem Werkzeug wechsle, ist es natürlich wieder so. Ich muss den Bolzen zuerst zurückfahren, gehe dann mit G0 eben auf 0 Grad, mache dann eine Präzisionsreferenzfahrt, das bedeutet, er bremst vorher ab, fährt dann genau eben auf 0 Grad und dann schießt der Bolzen eben wieder vor und das ist nachher meine Nullposition. Und das Ganze wollen wir jetzt einmal eben abfahren. Das heißt, ich habe jetzt ein Programm gemacht, wo ich eben zuerst die Referenzfahrt mache, dann zweimal einen langsamen Werkzeugwechsel. Das bedeutet, dass ihr seht oder dass ihr ein bisschen erklären kann, was er jetzt macht. Und zum Schluss zeige ich euch nachher nur einmal fünf Werkzeugwechsel eben in schneller Reihenfolge. Das wäre dann ungefähr so die Geschwindigkeit, mit der man dann rechnen kann. So, jetzt habe ich das Programm gestartet und am Anfang ist eben die Referenzfahrt. Das heißt, er zieht an, der Bolzen war hintergefahren, jetzt referenziert er, jetzt war genau 0, jetzt hat er wieder losgelassen, das heißt, der Bolzen schießt vor. Werkzeugwechsel, Bolzen geht hinter, Wechsel, Bolzen geht vor. Nächster Werkzeugwechsel, Bolzen geht hinter, er Rad, Bolzen geht vor. Und jetzt in der richtigen Reihenfolge, also so schnell wie es da bockt. Wechsel, 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 Wechsel. Also man sieht, das geht irrsinnig schnell. Was jetzt bei vielen Makros noch dabei ist, das wäre eben diese Werkzeugwechselposition. Das kann man installieren, das ist überhaupt kein Problem. Das bedeutet, dass der Revolver immer, bevor er einen Wechsel macht, in einer Wechselposition fährt. Ich will das nicht haben, also ich bin es von meiner SMD war es nicht gewohnt und die kennen keine Industriemaschinen. Man, vielleicht ist das heutzutage so, aber bei den alten hast du quasi ein Loch gebohrt und bist hintergefahren, hast das Innendrehwerkzeug eingewechselt und bist dann gleich wieder rein. Also du bist nicht irgendwo in der Weltgeschichte umeinander gefahren und hast eben eine Werkzeugwechselposition aufgesucht. Das Ganze habe ich eben so dabei einmal gelöst. Ja, und das war es eigentlich schon wieder. Wie man sieht, ist die Ansteuerung eigentlich keine Hexerei. Also wie gesagt, Stefan ist gerade dabei, ein komplettes Makro zu schreiben, eben nur dann für diesen Werkzeugwechsler. Und was ich jetzt dieses Wochenende eben dann noch machen werde, das ist hier diesen Werkzeugrevolver fertig fräsen. Also hier kommen dann eben noch die Bohrungen für die Aufnahmen, dann die Befestigungsbohrung für die Spindel und hier an der Rückseite kommt hier eben dann noch die Passungen für die Sperrklinke, beziehungsweise könnte man hier genauso so einen kleinen Bolzen bauen für eben den Pneumatikzylinder. Ja, also im Prinzip wisst ihr ja schon, was euch dann im nächsten Video erwartet, eben die Fräsarbeiten, und wenn es sich ausgeht, werden wir euch eben schon das Makro vorstellen, da hier Stefan eben grafisch auch noch eine schöne Oberfläche basteln will. Und ja, das war's schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns ein Like hier, abonniert den Kanal. Ja, und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.